Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grim Tales 2. Wir werden jetzt zurückgehen. Ich denke Richtung Waldhütte nochmal. Und dann müssen wir jetzt hier mal anfangen, dieses Blasebalg-Ding hier langsam zu bauen. Jetzt fehlt uns hier oben natürlich noch das Glas. Könnte aber sein, dass sich das oben befindet, im Schrank. Ich spekuliere jetzt einfach mal drauf. Aber natürlich, da ist es. Haben wir sonst noch irgendwie was? Nein. Oh. Ein Fluch, der das Schicksal eines ganzen Königreichs bestimmt, muss irgendwie zu brechen sein. Entweder durch eine Bedingung oder eine Mission. Diese Bedingung muss in Anwesenheit einer weiteren Person erwähnt werden, wenn der Fluch ausgesprochen wird. Hatte der schwarze Schwan etwas mit dem Fluch zu tun? Also der Fluch lässt sich brechen, wenn wir irgendwie rauskriegen, womit... Ich versuche meine Geschwister zu überzeugen, dass uns die Zauberin helfen könnte. Aber sie wollten davon nichts wissen und sagten, dass schwarze Magie hier die Finger im Spiel habe. Wir stritten uns, eine Laterne fiel zu Boden und ein Feuer brach aus. Unsere Hemden gingen in Flammen auf. Das Feuer. Als das Feuer ausbrach, rettete der Adlerkönig die Schwanenkönigin. Ja, sag ich doch, das war die Königin. Ist sonst noch was? Nein. Mehr finden wir hier nicht. Aber ich sehe, dass hier ein Wimmelbild aufgegangen ist. Dann werden wir doch da gleich mal hindüsen. Nein, es ist kein Wimmelbild aufgegangen. Wir spielen wieder dieses komische Spiel hier. Okay, was müssen wir finden? Ah, okay. Da ist jetzt was aufgegangen. Mehr passiert aber jetzt noch nicht. Wir haben hier eine Spinne. Der Spinne... Machen wir das hier, können das einziehen, kriegen nochmal ein Feder... Eine Federmacke, nochmal rein. Und ein Marienkäfer. Das Wappen und ein Marienkäfer, interessant. Hauen wir mal das hier hin. So, was machen wir denn nun mit dem Wappen? Kommt das da rein? Ja. Und wir kriegen einen Blasebalggriff. Nein, eine Blasebalgpfeife. Damit ist der Blasebalg... Also, mehr oder minder funktionstüchtig, ne? Bauen das Ding jetzt hier vorne rein. Können wir das mitnehmen? Dann gehen wir mal... Wo waren denn noch stinkende Dinger? Sehr gut. Ein Viertel voller Blasebalg, oh Gott. Dann müssen wir also doch nochmal zurück. Ich hatte jetzt gehofft gehabt, na, wir müssen doch nicht so weit. Aber doch, wir müssen es. Halb voller Blasebalg, okay. War jetzt hier noch was? Ich glaube nicht. Da war jetzt, denke ich, auch nichts mehr, was noch so rumgestunken hat. Das haben wir. Hier waren noch Pflanzen, genau. So zu drei Vierteln gefüllt, ja. Jetzt müssen wir aber nochmal gucken. Wo waren denn nochmal so stinkende Pflanzen? Da. So, nun ist er voll. Na? Na. Oh, hier ist ein Engel. Ah, okay. Hier, ich stink dich ein. Boah, das war wohl ein bisschen too much, ne? Jetzt kriegen wir hier den Feenstaub. Ist da drin sonst noch irgendwas? Hier ist ein Feenstaub. Du hast den Hauptsitz der Waldgeister gerettet. Sehr witzig. Deshalb bieten sie dir deine Hilfe an. Ja, super. Der Hauptsitz der Waldgeister ist also hier. Das ist der Hauptsitz.
aller Waldgeister. Wisst ihr Bescheid? Diese Wimmelbilder sind so dumm, ey. Entschuldigung. Ach, das macht immer wieder Spaß. Können wir mit denen noch quatschen? If you see the little princess, tell her I miss her. Hm. Können wir eigentlich sonst noch irgendwas mit dieser Prinzessin hier machen? War da noch was? Sieht mir jetzt nicht danach aus. Ich weiß noch nicht, was wir damit tun können. Hier ist ein vielleicht gehört die hier rein? Ach! Also finde einen Weg in den Wald. Du musst zu jedem Feld reisen. Ich würde dir gerade sagen, wir müssen mal hier hin, dann müssen wir da runter. Darüber. Hier hoch. Ja, jetzt wird's komplizierter. Mhm. Das war doof. Ich glaube, wir können... Ja, genau, wir können da nicht zweimal durch. Hier oben war so ein kleiner Fehler drin. So, jetzt müssen wir mal nachdenken. So, weitere Überlegung. Wir kommen jetzt hier hin, gehen hier runter, gehen da hoch, gehen da rüber und dann passt das. Alles klar. Wir kriegen einen Schlüssel. Weiß ich noch nicht, wofür der aktuell gebraucht wird. Und wir kriegen ein weiteres Hemd. Jetzt haben wir schon 4 Stück. Können wir dem denn noch irgendwie helfen? Nicht wirklich. Dann gehen wir jetzt raus. Und machen uns auf wieder Richtung. Ja, jetzt. Alter, das ist so geil. Das ist der Megahammer. Ah, lustig. Komm, mach da mal weg hier. Lasse dir von dem Waldgeist helfen. Haben wir eine Errungenschaft bekommen. Ja, toll. Können wir sonst noch irgendwas hier oben machen? Ich würde das gerne mitnehmen. Können wir... Nee, können wir nicht. Wir haben da weiter nichts. Und hier ist jetzt auch nichts weiter. Dann gehen wir weiter. Da fehlt etwas. Hier kann man ein Wappen einsetzen, okay. Da ist nichts... Und hier ein Kürbis voll mit magischem Saft. Ich sollte ihn besser nicht berühren. Der magische Saft. Mhm. Und hier? Das sehe ich doch schon mal. Das ist das. Ja gut, wir müssen hier nur wieder alles antatschen, was irgendwie so aussieht. Das wird es nicht hier hingehören. Das sieht eigentlich nicht so aus, als würde es hier hingehören. Aber es gehört hier hin, oder?
In der Tat, das tut es. Aber das hier ist ein Schwan. Der gehört nicht dahin. Der gehört auch nicht dahin. Das nun auch nicht. Der... Achso, da haben wir schon gedrückt. Alzheimer. Heute kommt der Alzheimer zu Besuch. Das sieht hier so auch falsch aus. Ja, genau, war mittig. Ich glaube, das gehört... Nee, das passt schon. Aber ich glaube, das hier... Ja. Haben wir Nummer 1 fertig. Wunderbar. So. Ganz so viel brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Und ich dachte immer, dass ich bei Wimmelbildspielen eigentlich ziemlich gut bin, aber gerade das, ich sehe es nicht. Ich sehe es leider absolut nicht. Es könnte sein, dass ich einen Tipp brauche. Seht ihr es denn? Ist das so einfach? Also ich sehe hier unten irgendwas, aber das ist es nicht. Da habe ich jetzt mal drauf geklickt. Das da ist es auch. Doch, das war's. Wir haben halt leider nur einen Teil gesehen. Okay. Nun zu guter Letzt noch dieses, ja, lilafarbene irgendwie, oder Fliederfarben. Nee. Das ist da nicht. Wo ist denn das? Das muss irgendwo sein. Es kann ja jetzt schlecht verschwunden sein. Ich werde wohl doch einen Tipp brauchen. Gucken wir mal. Also das habe ich jetzt hier wirklich nicht gesehen. Ein Schlossteil, okay. Gucken wir doch mal. Das Schlossteil gehört also hier hin. Und ich denke, wir haben auch den Schlüssel. Schiebe das Schlüsselelement in die dafür vorgesehene Aussparung. Aha, wir müssen also das Teil hier wegkriegen. Nee, 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 nee. Da müssen wir schon besser werden. So. Jetzt kriegen wir das hier weg. Ja, an und für sich kriege ich das ja wieder. Nee, das kriege ich nicht runter. So. Das muss auf alle Fälle hoch. Das muss irgendwie hier runter dann.
Das ergibt doch keinen Sinn jetzt. Also wir müssen das ja wieder hochkriegen, ne? Ich krieg das jetzt so nicht weg, ne? Also hier unten schieben wir das nochmal ganz zurück. Also, das hier muss irgendwie hier hoch. Jetzt ist das erledigt. Mann, ich hatte das mal als Handyspiel, wo du eben so hin und her schieben musstest. Und eben auch Schlüssel und ja. Lief besser. Gut, das müssen wir halt auch irgendwie hochbringen. Doch sobald wir das hochbringen, ist das wieder blockiert. Hier, das ist blockiert. Und das kriegen wir halt auch nirgends anders hin. Ich probiere mal was anderes. Kriegen das halt nicht mehr weg. Und das muss an und für sich hier bleiben und wir müssten hier unten sauber machen. Ja, shit. Das läuft nicht gut. Guck mal, da war das schon wieder nicht weiter. Ey, alter Falter. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll gerade. Ich krieg das ja nicht weg. Und hier haben wir wieder die gleiche Problematik wie eben schon. Kann man das nochmal komplett zurücksetzen lassen? Geh nochmal raus und geh nochmal ran. Also das muss runter, das ist erstmal klar, damit wir dann das da irgendwie wegschieben können, damit das hier dann einmal ranpasst. Und also dem Moment... Was hat das mit denen hier unten zu tun? Eigentlich nicht viel, ne? Ja, das mit den dreien muss halt auch hoch, ne? Wow. Mich überfordert ernsthaft gerade eben dieses Rätsel. Geil. Das macht doch in dem LP immer so viel Spaß.
So, und dann haben wir wieder die gleiche Problematik für immer eingesperrt und das schieben wir hoch und dann kommen wir da gar nicht mehr ran. Was könnten wir denn hier mitmachen? Eigentlich gar nichts, weil das hier relativ egal ist. Jetzt haben wir wieder die gleiche Problematik wie eben. Die kommen da nicht ran. Und sobald wir da sind, kommen wir da nicht ran. Und mir fällt gerade auch nicht ein, wie wir das irgendwie so hin und her schieben könnten. Also, dass man sagen könnte, hey, wir machen dann hier was immer zu. So, jetzt kriegen wir ja nichts mehr weg. Sind die sicher, dass das funktionieren soll? Oder sehe ich es halt einfach nur nicht? Dann haben wir jetzt wieder die gleiche Problematik, dass wir das nicht mehr wegkriegen. Bin ich einfach zu doof? Ich meine, die hier jeweils, ne, die kriegt man nicht weg. Ist so. Die immer nur so verschieben können. Und die kriege ich ja auch nirgends anders hin. Allerdings sehe ich hier, glaube ich, gerade was. Oh Mann. Ja, offensichtlich geht's, wie ihr gerade gesehen habt. Und ich bin vielleicht doch nicht ganz so doof, sondern hätte mir mehr Zeit lassen sollen. Naja gut, so ist das eben mit den Wimmelbildspielen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.